Martin, was ist hier denn los? Ja, hi Daniel erstmal. Hi Martin. Ich weiß es nicht. Wir spielen ein Spiel namens Gravity Bone und wir wissen nichts darüber eigentlich. Und das ist auch extra so. Das ist auch gut so. Wir wissen, es ist vor 3 Jahren erschienen, 2009. Und wir wissen, dass da ein Kellner mit einem Quadratschädel rumläuft. Und alles Weitere werden wir gleich erleben. Viel Spaß. Also, WASD und Maussteuerung haben wir schon mal von gehört. Und los geht's. Und, oh, was ist das? The Saturday Club Business Initiative. Go to the Furnace Room. Ich weiß nicht, wie ich mir das genauer angucken kann, was hier unten angezeigt wird. Gar nicht. Man kann mit E noch Sachen benutzen. Das ist wahrscheinlich jetzt aber nicht so wichtig, oder? Probier, drück mal E. Nee. Wir sind auf so einer Dinnerparty hier anscheinend. Ja, und hier sind die Leute maskiert. Vielleicht ist das irgendwie so eine Sexparty oder so. Der Kellner läuft durch uns durch. Hier gibt es einen Notausgang. Warum denkst du denn hier an eine Sexparty? Ach, guck, wenn ich die linke Maustaste drücke, dann guckt er sich das an. Sehr gut. So, wissen wir Bescheid. Also wir müssen zum Furnace Room. Guck mal kurz von der Terrasse runter. Das ist eine ganz schön spektakuläre Aussicht eigentlich. Der Hammer. Und da oben fliegen Doppeldecker rum. Also zum Heizungsraum oder zum Ofenraum. So stelle ich mir übrigens die erste GameTube-Abo-Feier vor, wo wir alle unsere Abonnenten einladen. Ja, in unser Ferienhaus, aber also in das kleinere Haus. Ja, und so stelle ich mir es vor, dass da auch alle so mit Masken rumlaufen, ordentlich was los ist und oben Doppeldecker rum. Und keiner redet, sondern alle nur rumstehen, ein bisschen den Kopf wackeln und gucken. Ja, hallo, ich hätte gern, Entschuldigung, vielleicht, ne, ja, naja. War nichts drin im Kopf bei denen, kein Wunder. Staff only, schau, da kann ich mich jetzt mal reinschleichen. Ich bin jetzt mal so frech und guck mal, ah, siehst du, Furnace Room. Instinktiv richtig gemacht. Da steht es rechts, Press E, E, um die Tür aufzumachen. Ich wüsste gern, wie ich diesen Hinweis da wegbekomme. Spacebar to jump. Ja, dann. Das Spiel kam 2009 raus, ist inzwischen auf der Webseite des Entwicklers kostenlos runterladbar. Nimm mal den Koffer mit. Erstmal gucken. Sind wir so eine Art Geheimagent hier irgendwie, der sich auf dieser Party angeschlichen hat? Also, der Drink muss zu dem Mann mit dem roten Schopf und hier ist ein... Wir kleiden uns jetzt als Kellner. Und nehmen ihn mit. Na gut. Also wie gesagt, das ist seit 2009 raus, 2012, jetzt ist es kostenlos herunterladbar auf der Seite des Herstellers. Da werden wir das mal verlinken in der Beschreibung. Und es ist jetzt gerade auf Steam der Nachfolger rausgekommen. Den, wenn wir das Spiel gut finden und ihr es auch gut findet, auch spielen werden. Der heißt 30 Flights of Love. Loving. Verzeihung. Also, such mal den Mann mit dem roten Haar. Ist schon mal herrlich abgedreht auf jeden Fall irgendwie. Ja, gefällt mir jetzt schon. Finde ich schon mal gut. Da ist der Mann mit den roten Haaren. He loved the girl with the golden hair. Entschuldigung, das war gerade Johnny Cash. Will auch keine Maske auf. So, Monsieur, ein Drink. Doch, was ist mit ihm passiert? Das sieht nicht gesund aus. Find the exit. Oh, bevor wahrscheinlich stirbt er jetzt und uns geraten wir da in Verdacht. Den Exit haben wir am Anfang schon gesehen. Dieser Notausgang. Man bewegt sich schon recht zügig irgendwie. Guck mal hoch, ob man den nochmal sieht da oben. Dann ein bisschen weiter, dass man da so schräg drauf gucken kann. Ja, da sind jetzt die Menschenmassen. Bla, 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 bla. Ja, der steht da noch. Gesund sah es aber trotzdem nicht aus. Vielleicht ist das sowas wie mit dem... Exit Zone. Wie, das war's? Spiel vorbei. Contract complete. Ah ja. Haben wir Spiel geschafft, Daniel. Gratuliere. War ganz schön geil. Bis zum nächsten Mal. Nee, Quatsch, wir glauben, es kommt da noch was, aber... Congratulations. The Manitoba Beast Bug placed into the lime grass was successfully delivered to the target individual. With persistence and ingenuity, we can detect the Manitoba Beast Bug's fumy gases and track the target individual across the galaxy. Our clients are pleased. Pleased. Aha. Steuerfrei. Super. Also lagen wir mit unserer Vermutung, dass wir so eine Art Agent sind, schon gar nicht falsch. Das heißt, wir haben jetzt diesen Typen verbuggt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe ihm so eine Wanze platziert, die aufgrund ihrer Stinkgase durch das ganze Universum verfolgt werden kann. Und dafür gab es eine Menge Kohle. So, und wo sind wir jetzt? Ein Aufzug. Wir sind jetzt entkommen von dieser Dinnerparty. Und sind jetzt in da ist wieder ein Go to the Furnace Room schon wieder. Ahulhofer Tower. Research Snatch Deep Raid, okay. Was ist hier? Wir sind im 70. Stock anscheinend. Da wohnen lauter Leute mit lustigen Namen. Abraham Braun. Douglas Ross, Susan Ross, Fernando Crane. Chuck Klumpus. So, da stehen da schon ein paar rum. Was ist hier? Oh, draußen regnet's. Ja. Scott. Da ist wieder der Furnace Room praktisch. Furnace Room heißt Kesselraum, oder? Ja, also Heizungsraum. Oh, ach du Scheiße. Okay, bisschen aufpassen. Ja. Guck, in welchem Rhythmus die runtergehen.
Arm oder so. Courage ist gefragt. Und jetzt Spacebar to jump. Ah, okay, ui. Arm. Und schnell. Sehr gut. Was haben wir hier? Es gibt einen Hammer. Okay. Und eine Büchse Limonade oder so. Nee, Pressurized Freon, was auch immer das ist. Ich weiß es nicht. Mit Maus halt hoch runter, kann ich das wechseln? Scroll to select. Erstmal, das sind Sprühdings, okay. Ah, aufhämmern. Ich glaube. Hallo. Das ist schon ein bisschen, so schnell geht so ein Schloss nicht auf. Vielleicht soll ich. Ach so, ist ein, er ist einfrieren. Ice Spray. Jawoll. Okay. Das gleiche nochmal. Bin gleich gespannt, was wir hier vorhaben. So, es geht immer noch zum Kesselraum nach links. Hier geht's raus. Das ist nicht der Auftrag. Da ist unser Auftragskoffer. Also neuer. Fünf Vögel fotografieren. Finde ich super. Kann ich die auch durchsetzen? Das ist auch so geil, wie wir diese Nachrichten in diesem Koffer kriegen aus dem Tonband. Ja, das ist alles sehr bizarr. Okay, wo sind die fünf Vögel? Oh oh. Hier kann ich rein, so. Ja. Ne, ist zu. Zu? Klingt auch stark nach dem Soundeffekt aus Mass Effect und Alan Wake. Okay, zwei Schlösser und eine Rakete dahinter. Nochmal zwei Schlösser und eine Rakete dahinter. Sollen wir die mal aufmachen? Ja. Will ich da ganz gerne reingucken. Ja. Okay. Da ist der Vogel. Foto machen, schnell. Guck mal noch was auf den. Wow. Dann zerreißt es den gleich. Sollen wir vielleicht von den Plänen auch mal Fotos machen? Kannst du? Wie man das so als Agent eben so macht. Würde ich machen. Kann nicht schaden, wenn wir auch Fotos machen. Vielleicht gibt das dann einen Bonus. Werden wir belobigt, weil wir so aufmerksam waren. Den ersten Vogel haben wir schon mal. Was ist das denn für Vögel? Das ist elektrische Vögel irgendwie, die dann explodieren. Wie Desmond aus Quantum Conundrum. Noch einer. Hat es den jetzt auch zerrissen? Weiß nicht, machen wir mal die Tür auf. Scheint so. Ist da noch was? Nee. Guck doch mal wenigstens die Pläne an. Ich möchte wissen, was da drauf ist. Dasselbe. War auch schwierig zu erkennen. Schaltplan. Ja. Na, der ist aber falsch konfiguriert, der Plan. Das sehe ich gleich. Na dann. Ich habe doch mal ein Semester gescheiter herreden über Schaltpläne studiert. Oh, ich dachte, hier draußen regnet es schlimmer, aber es geht. Da oben ist irgendwie so eine Art Hochbahn. Windig ist es auch. Ich glaube, da gibt es gleich eine Hüpfeinlage da rechts. Aber machen wir erstmal diese Tür auf. Da ist eine Hüpfeinlage, ja, so könnte sein. Na? Ja, der explodiert doch wieder. Das tut mir aber gar nichts. Ja, wir standen auch nicht so nah dran. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es auch kaputt geht. Das Spiel basiert übrigens auf der Quake Engine, falls ihr das noch nicht erkannt habt. Falls ihr euch noch an Quake erinnern könnt. Und auf jetzt? Der alten Quake Engine. Soll ich jetzt hier rüberspringen an diesen, wenn es da schon so blinkt? Wie weit kannst du springen? Probierst du nach rechts eher, wie weit du springen kannst? Ja, schon ein Stück. Könnte ich schon schaffen. Vor allem, was soll ich denn sonst machen? Also hier, ich probiere das jetzt mal. Okay, hopp. Wow. Okay. Ja, ne? Respekt. Hepp. Nicht schlecht. Ich bin doch von Quantum Conundrum geschult inzwischen in so Zeug. Okay. Oh oh. Und nach rechts. Also nach. Alter, das sieht auch immer knapp aus. Ja, Respekt. Ja, ne? So, nochmal zwei Türen. Ja, das sind auch die restlichen zwei Vögel, die wir noch brauchen. Ich bin mal gespannt, hoffentlich wird am Ende der Mission wieder erklärt, was das eigentlich war. War das mit dem Drink? Gut, das konnte man noch relativ schnell irgendwie erkennen, aber mit den Vögeln. Also ich hätte sogar so Hotkeys, siehst du, von 1 bis 4, wo ich die Items direkt anwählen kann. Ja. Jetzt gar nicht gecheckt. Man kommt ja immer so leicht durcheinander mit oben und unten bei diesen Mausrad-Dinger auswählen. Da habe ich mein Lebtag schon Probleme damit gehabt. Das ist auch in jedem Spiel anders halt. Manchmal das Mausrad nach oben, dann das nächste und manchmal ist das vorhergehende. Schön. Und nu? Weiter. Find the exit. Einen Ausgang finden. Hoffentlich ist der hinter dem. Jetzt wäre ich fast drüber gesprungen, aber es muss auch so gehen.
Lüftungsschacht. Soll ich hier mal? Das ist die andere Tür, das ist bestimmt die, genau, ah, ja, die Seite. Genau. Das ist die, was ist hier? Hier geht es bestimmt nicht weiter. Ja. Hm. Ab in den Lüftungsschacht. Ach, das ist wieder der Anfang. War denn da der Exit? Wahrscheinlich wieder im Aufzug einfach raus, oder? Würde ich probieren, ja. Hallo. Ja. Ah! Was ist denn jetzt passiert? Oh. Oh, die schießt auf uns, geh weg. Boah, ich kann nichts machen. Okay. Da war scheinbar die andere Agentin. Nimm uns die Kamera weg. Scheiße. Hä? Hinterher. Oh ja. Ja. So schnell kommst du mir nicht davon. Die sieht ein bisschen aus wie diese eine russische Agentin aus Liebesgrüße aus Moskau, die mit dem stimmt. Mit dem Dings im Schuh, mit dem Messer im Schuh. Jetzt werde ich bestimmt vom Zug zermalmt. Die ist ähnlich gefährlich auch. Da ist sie. Wieso kann die mich eigentlich... Ah, nach links! Wow! Wieso hat die mich nicht direkt erschossen, sondern nur angeschossen? Ja, wahrscheinlich ist das so Agenten... Da ist sie und qualmt wieder. So macht man das unter Agenten. Die sind ja per se keine Feinde, persönlich, sondern das ist ein ganz berufliches Ding. Und sie hat das halt ausgeschaltet und dachte, das reicht. Okay. Agentenehre. Hast du nicht genug Filme geguckt? Oh! Oh! Entschuldigung, sorry. Jetzt noch. Entschuldigung. Bin gleich. Bin wieder weg. Das Lied, was im Hintergrund läuft, ist übrigens der Jazzklassiker Brasil. Super Lied. Wow. Ah! Wow. Schon wieder. Ja, gut, ich war auch sehr unvorsichtig. Oh nein. Nein. Hast du gesehen? Ja, ja. Ist sie jetzt auch erwischt? Das sind, so Erinnerungen, das sind Erinnerungsfetzen jetzt von ihm. Ach so. Was er da schon durchgemacht hat wahrscheinlich. Vielleicht waren die irgendwie mal zusammen als Agenten ein paar unterwegs. Den vielleicht noch sehen. Ja. Okay, ist ja geil. Warum, Luise? Wir waren so ein gutes Team früher. Oh, und sie war auch Sprintmeisterin. Alles. Das war's. Schön. Das ist super. Das ist okay. Super. Was lernen wir daraus? Es müsste einfach mehr so Agentenspiele geben. Das war ja mit so einem James-Bond-Feeling, so wie No One Lives Forever und so. Total lustig. Jetzt schauen wir uns den Nachfolger an. Ich fand das witzig. Ich würde mir gerne den Nachfolger anschauen. Ja. Schreibt mal, wie euch das gefallen hat. Den Nachfolger kann man im Moment auf Steam kaufen. Was war das, ein Fünfer? 4,50 € oder so. Ja. Also wenn euch das gefällt, schauen wir uns das auch mal an. Super. 30 Flights of Loving. Und ich habe voll Bock drauf. Ich auch. Ansonsten bitte gerne Kommentare, was haltet ihr von dem? Das war wahrscheinlich das kürzeste Spiel, was wir je gespielt haben. Ich würde auch gerne mal eure Interpretation wissen. Ja. Was da wohl. Ich glaube, wir kannten, also wir haben ja gesehen, diese Rückblicke, wir kannten die Luise. Ja. Wie ist es dazu gekommen, dass wir uns auseinandergelebt haben? Tja. Die Agentenkarriere über die Liebe. Mhm. Traurig. Naja. Wie bei uns ein bisschen, oder? Danke fürs Zusehen. Ja. Da geht es auch bald auseinander. Ja. Naja, ein paar Wochen haben wir schon noch. Bis zum nächsten Mal. Bleibt uns treu und auf Wiedersehen. Bis dann. Ciao.